Rene Rapp zu Hause in Vöcklabruck an Spieltag 3 der Radical Darts Thunder League am Standort Flip Arena. Und das ist Harald Schrenk. Sein Gegenüber erstmals am Mainboard vertreten und der holt sich hier gleich das Break. Das Rebreak hat Rene Rapp geschafft. Und jetzt packt er die erste 180 in diesem Spiel. Und das ist seine 32, die er hier auch checken kann. 2:1 für Rene Rapp. Die Frage ist, wie kommt Harald Schrenk weiter rein in diese Begegnung? Er kontert hier gleich bei der ersten Aufnahme in Leg Nummer 4 mit einer 180. Und um das Niveau der beiden hier mal zu demonstrieren, werden wir das ganze Leg jetzt zeigen. Hier eine 100er Aufnahme von Rapp. Schenken sich absolut gar nichts, die beiden. Bei Schrenk folgt nach der 180 eine kleinere Aufnahme ohne Triple. Und Rapp ist wieder im Modus. 140. Eine von vielen an diesem Tag. Knapp unter das Triple-Segment gesetzt, den Pfeil. Er spielt ja immer mit den Stofflights, Harald Schrenk. Und Rapp. Immer mal schön zu sehen, zweifarbige Flights. Zwei in Orange, einer in Weiß. Und da bleiben Top stehen für Harald Schrenk. Nochmal eine gute Aufnahme und bleibt bei 24 Rest stehen. Aber daraus wird nichts mehr. Das ist Harald Schrenk mit dem 2:2. Folgendes Leg. Geht noch nicht an René Rapp. Scheitert an seinem Lieblingsdoppel. Und Schrenk steht bei 80. Noch einmal 20 für Tops. Er spielt ja auch gerne mal über die Doppel-11, aber an diesem Tag funktioniert Tops perfekt. Schau ihn dir an beim ersten Spiel am Mainboard. Ganz cool, dieser Harald Schrenk. Nach dem 5. Leg, beide übrigens bei einem Average von 94. Das ist schon ein massives Niveau hier bei uns bei der Radical Darts Thunder League. Knapp vorbei ist auch daneben, heißt es so schön. Das wäre das 4:2 gewesen aus der Sicht von Harald Schrenk. Und so ist es das 3:3 zwischen René Rapp und Harald Schrenk. Wir springen weiter. Das nächste Leg hat sich René Rapp gesichert. Und Schrenk wieder mal auf Tops. Dieses Mal verfehlt er knapp. Jetzt Tops für Rapp. Der fällt ihm ganz schön weit runter, dieser Pfeil. Das 4:4. Das wäre jetzt wichtig aus der Sicht von Schrenk. Erster Pfeil. Gar nicht für die Kamera ersichtlich gewesen. Der ist ihm ganz weit abgerutscht. Und er kann den Sack nicht zumachen in diesem Spielabschnitt. Und so ist es das 5:3 für den Vöcklabrucker. Ist das schon die halbe Miete? Zwei Legs Vorsprung. Für Schrenk geht es eigentlich nur noch um das Remis, für Rapp um den Sieg.
ist das noch einmal eine 180, nicht ganz 140er Aufnahme. Bis zuletzt tolles Niveau, auch wenn der Average ein bisschen abgefallen ist in den letzten Legs. Stellt sich über das Innenbull auf seine 32. Und jetzt wird es ganz, ganz schwer für Schrenk, hier noch einen Akzent zu setzen. Rapp braucht Doppel 16, braucht Doppel 8 und das gelingt. Wir gratulieren. 14 über 130 Aufnahmen in diesem Match, 280er. Geil, das ist die Radical Darts Thunder League. Wir wollen mehr.